Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Lotus-Folge. Schön, dass du wieder da bist. Ja, wir sind ja immer noch auf der Linie 11 unterwegs hier von Karlsplatz nach Hauptbahnhof. Heute wieder Multiplayer bei Nacht, würde ich jetzt so sagen. Ist eher Abend, ne? Wahrscheinlich. Phasus? 0 Uhr, also doch Nacht. Okay. Ja, mit dabei natürlich der Phasus. Hallo. Und wir haben den Hobby wieder dabei. Hallo. Du fährst mit dem B80D, ne? Ja. Und natürlich der Frontmann, der Steven, ist dabei. Hallo. Mit einem historischen MRNDL. Also, genau. Kann man so sagen, ja. So, ja, mittlerweile? Ja, eigentlich schon, ne? Der hatte auch schon seine Jahre auf dem Buckel. Mhm. Wenn wir nicht auf Düsseldorf fahren können, dann nehmen wir wenigstens die Düsseldorfer Fahrzeuge. Ich selbst hier mit dem GT8S unterwegs. Der Phasus ist mit dem SU unterwegs, ne? Korrekt. Ja, und wie gesagt, der Hobby mit dem B80D. Ne? Der Einzige, der aus der Reihe tanzt, ist mal wieder Lotus. Ne, Steven? Schnuckelchen. So, ja, ja. Von daher muss ich sagen, der DL wird nicht mit im Düsseldorf Add-on mitgeliefert, ja? Falls hier falsche Gerüchte aufkommen sollten. Auch die Karte wird nicht mitgeliefert, wenn du schon so nimmst. Das ist die Karte Koblenz immer noch, okay? Ja. Die wird nicht mitgeliefert, müsst ihr euch im Workshop runterladen. Und 20.000 extra Tonnutz, aber dann könnt ihr auch Koblenz fahren. So, los, ich würde sagen, wir fahren ab, Tür zu. Und ja, lassen wir uns mal überraschen, wie die Fahrt hier so wird heute. Zink. Ich liebe diese Fahrzeuge, ja. So, Kastenlicht kann aus. Brauchen wir nicht. Scheint ein Fehler drin zu sein hier. Kann mich nicht erinnern, dass hier mal die Texturen fehlten. Die waren mal da gewesen. Ja, stimmt. Am Karlsplatz hier. Das sieht sowieso aus, als ob das nur nicht richtig gerendert wurde oder sowas. Weil es so ein bisschen abgeschnitten, abgehackt alles aussieht. Da sind auch Weichen mit auf der Strecke drin, wo keine Weichen mehr sind. Mal wegklingeln hier. Was soll das? Ankuppeln geht leider noch nicht. Oh, fahr doch, Kollege. Irgendwie die Türfreigabe nicht raus. Mhm. Jetzt. Das ist schon ein geiles Fahrzeug. Ach, großartig. Also schon alleine deswegen lohnt sich hundertprozentig das Düsseldorf ändern. Ja, oh, guck Fahrzeug. Mal, Ach, guck mal, da ist der Bus neben uns. Ja, guck, die KI, die Warte mal. Freut sich schon. Oh, nee. Du solltest dich jetzt nicht so. Ich wollte mich jetzt kurz mal neben dich stellen, damit wir mal ein schönes Bild machen können. Warum haust du dein Lenkrad so stark ein? Was? Hab ich doch gar nicht. Nö. Das sieht schon. Das sieht eher schon aus, als ob die Achse schon gebrochen ist, verstehst du? Mhm. Ja, guck mal hier, ne? Also, der Reifen ist nicht gerade, hier ist ein Bug drin. Ja. Ja, ich rutsche auch leider gerade, weil es nicht so gerade ist hier. Guckt euch mal diese Stellung an. Also wenn diese Stellung euer Auto macht, solltet ihr das Auto schleunigst in die Werkstatt bringen. Das sieht nicht gut aus. Achso, man ist wieder über den Bordstein gefahren. So viel zum Thema, bitte fahrt ordentlich. Ja, Steven. Mann. Also die KI, die hält brav an, würde ich sagen. Ja. Das hau ich in den Stau. Aber warum stehst du jetzt immer noch da? Ja, ich fahr weiter. So. Mich aufpassen, dass ich hier überhaupt rumkomme. Die KI steht doch sehr dicht dran. Oh ne, cool. Ja. Passt aber. Passt. Ja, einer hält die KI auf. Na, ihr seid. Passt, hält die KI auf. Dann geht's bei dir nicht weiter. Steve muss erstmal durchkommen. Ich sehe leider die Rückleuchten von Phasus im Fahrzeug gar nicht. Ehrlich? Ja. Guck, passt doch. Ja. Ja gut, so halb. Ich hab den Stau auch schön. Also hast du überhaupt Licht an? Deswegen, habe ich ja gesagt. Klar hab ich Licht an. Ja, ich komme in den Stau. Thank you.
Ach, oh, die ist ja süß, die Hupe. Oh, hast du gehört? Mip, 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 mip. Meine zweite Hupe. So. Oh, wie viele Autos ihr euch in den Nachfahren? Türfreigabe aktiv. Alle Türen schließen. Leuchtet. Leuchtet und Bremse. Tür 1 öffnen und schließen. So. Da fällt ja die Hälfte am Kaltplatz. Boah, Alter. Das Haltestellensystem ist noch so laut. Steven, bleib mal bitte so stehen. Machen wir jetzt ein Bild von. Haben wir es jetzt endlich? Mhm. Warum blinkst du eigentlich nach links, Phasus? Weil ich Warnblinken anhatte. Weil ich hier in der Mittellage gehalten habe. Und der Autoverkehr rechts halt Autoverkehr in Form von Steams Bus. Ich habe mich ja mal mit der VR-Brille mich mal reingesetzt, so, ne? Also mit der Maus und der Steuerung der VR-Brille. Ich habe es nicht geschafft, um die Sonnenblende runterzubekommen. Ey, das ging nicht mit der Maus. Feuermodus, ich habe nicht verstanden, warum. Genauso wie, das ist eigentlich ein relativ cooles Feature. Du denkst halt wirklich, dass du halt permanent, wenn das in der normalen Stellung hier so ist, hier so, ja, wenn es hier so vor der Nase hängt, ja, denkst du halt wirklich, du knallst dagegen, ja, mit VR, weil das halt so realistisch dargestellt ist, war schon ziemlich cool gewesen. Aber irgendwie konnte ich das halt wieder nicht wegmachen, weil das ging wieder irgendwie nicht. Oh, hier vorne darf sie nur links rechts ab. Umsteigemöglichkeit zur Straßenbahn Linie 12. So, er ist aber schon echt hübsch, ja. Ach ja. Übrigens, an der nächsten Haltestelle musst du nicht halten, ist aktuell gesperrt, die Haltestelle. Echt? Ja. Oh, was? Warum? Weil es Bauarbeiten sind. Siehst du doch, es sind noch nicht mal Sitzmöglichkeiten da. Hier rechts gibt es keine Fahrgastinformationen. Mhm. Ne. Das Licht geht öfter an und aus, die Schaumlaternen. Ja, das ist aber normal. Also der Filler, der existiert ja schon Ewigkeiten. Okay. Mensch, Steven entdeckt auch immer neue Straßen. Ja. Kommt er wieder irgendwo durch Dings rausgekrochen? Durch ein Haus? Nein, ich bin ganz in meine Straße angefahren. Eine Straße ist aktuell nicht. Nicht passend passen, da kommt der Steven. Alter, hallo, was ist los hier? Das ist echt lustig, das Auto und die Geschwindigkeit. Ja, so kann man sich das auf jeden Fall gut vorstellen, wie das mal später mal aussehen soll, ja, wenn das Ganze denn echt funktioniert. Och, das Ganze mit der Leitstelle, das stelle ich mir jetzt schon ziemlich geil vor, denn, ja, mit dem Multiplayer oder sowas, ja, also das kann Omsi oder wird Omsi nie toppen können, ja. Also wenn das Ding dann wirklich echt funktioniert. Weil ich drücke Lotus echt fest in die Daumen, ja, dass sie das Ganze hinbekommen hier. Ja. Auch wenn es halt ja, noch ein bisschen dauern wird, bis wir da reden können drüber. Aber
es sieht hübsch aus. Wie gesagt, auch mit den Fahrzeugen und alles was, ne? Wie sie sich verhalten. Die Fahrzeuge exzellent, ja. Also. Und ich muss sagen, es läuft extrem flüssig dafür, dass wir hier Multiplayer unterwegs sind. Das stimmt. Da vielleicht haben wir eine bestimmte Bedingung erfüllt, dass wir mehr FPS haben. Ne? War noch in Klammern, ne? Wenn man bestimmte Bedingungen irgendwie erfüllt, dann hat man eine FPS-Steigerung. Ja, wir haben alle die gleichen Einstellungen. Ach, hast du auch die gleiche, die wir haben? Ja, war ja dabei. Hat mal auch Spaß mit eingestellt. Sag mal, was ist denn das? Was? Die Elfenparade. Endlich, Alter. Du musst warten. Jetzt bin ich erstmal an der Haltestelle. Ich weiß, ich hab ja rot geschrieben. Ja, ich hab. So. Ich hab zwei. Einmal die normale und einmal die. Beitrug. Wie heißt. Weil die auf die B-Gleise fährt, muss ich ja einen Horn haben. Nein, aber ich denke mal, wir werden mal gucken, ne? Beim Tag der offenen Tür von IVB. Dass wir da mal gucken, dass wir da mitfahren können. So müssen wir je nachdem, welche Karte, ne, die fahren. Ja, immer Koblenz. Wenn es Koblenz ist, denke ich mal, geht es in Ordnung. Wenn es nicht wieder so ein Desaster wird wie letztes Mal. Ja. Koblenz oder Fichterminger halt, ne? Irgendwo, ne, Fichterminger nicht. Wo ich halbe Stunde oder Stunde am Affekt. Da muss ich wieder Da muss ich alles wieder neu runterladen. Und dann funktioniert dann nachher wieder mit dem Workshop wieder nicht und dann sitze ich wieder da und dann muss ich wieder einlöschen. Ja. Weil dann wieder irgendwas wieder nicht so richtig synchronisiert wird. Aber scheinbar scheint es dazu zu funktionieren, ne? Also nur die Ampel wird sich entscheiden. Jetzt geht doch. Aber warten die Autos, wenn ich rot habe, verstehe ich auch nicht. Das ist wieder ein Steven da. Macht er brav, ne? Immer schon präsent. Kann ja auch nicht anders. Vor ihm steht ja eine Ente. Ja. In ihm stehen ja mindestens drei MAN-Fahrzeuge und eine Ente. Aber ist schon cool, ne? Wie das hier auch echt leuchtet hier, ne? Ja, schon nice. Die Türtaste hier. Kriegen mein Bahnblinker nicht raus. Jo, wenn du Ö drückst, dann werden übrigens alle Türtaster betätigt. Aber die schließen sich dann gleich wieder, ne? Ja, noch ein paar Sekunden halt. Ich vergesse die da Taste. Da musst du SU fahren, damit es offen bleibt. Ich will aber nicht SU fahren. Jeder fährt SU. Ja, Qualitätsfahrzeug, ne? Achso, der GT8 nicht, ne? Interessant. Du fährst doch GT8S und nicht GT8. Ja, aber das ist kein Qualitätsfahrzeug. Fahrwerkzeug. Werkzeug hat mir gefallen. Fahrzeug? Nee, also Qualitätswerkzeug ist es schon mal nicht. Bei Koblenz wird einige Sachen, habe ich gemerkt. Kommst du nicht weiter? Ich auch nicht. Nee, Steven, wegen den Enten. Wenn hier steht eine nervige GT8S. Ja, man kann die Fenster hier nicht aufmachen. Ist immer so stickig hier drin. Ne? Oh. Oh, ich hab Fahrrad hier. Nun weg den Arsch. Oh, gusch, gusch. Heide, heide. So, jetzt komm. Also ihr seht halt auch, ne, das funktioniert. Egal welches Fahrzeug man hier fahren möchte, den GT6N, die Düsseldorf-Fahrzeuge, Bus, also es funktioniert halt alles jetzt im Multiplayer mit KI und so weiter und so fort. Ja. Das ist schon eine geile Sache. Bin mal gespannt. Das stimmt. Das kann ich auf jeden Fall mehr als sehen lassen. So, alles aussteigen. So. Doch, es macht schon Spaß zu fahren. Hat schon Potenzial. Potenzial.
Keine Ahnung, das klang wie Polizei. Hat schon Polizei. So. Wenn die Fahrer gleich dazu kommen, macht es dann geschehen. Deswegen, ja, ich glaube, deswegen meine ich auch, das ist das Future, was mir jetzt am meisten so ein bisschen fehlt. Ja, das ist das i-Tüpfele. Genau, bin ich nämlich auch der Meinung. Also, wie gesagt, wenn ihr nicht dran teilgenommen habt, dann schaut euch das letzte Video nochmal an. Macht mal mit. Und dann können wir uns sehr, sehr überraschen lassen, was Lotus so als nächstes plant, auf jeden Fall. Aber, dass das funktioniert, das habt ihr jetzt gesehen, ne? Sobald das Ganze dann auch in Düsseldorf verfügbar ist, wenn wir uns das Ganze natürlich dann dort auch nochmal anschauen. Das ist jetzt ja eine reine Modkarte jetzt hier, die Goblins. Von daher, also auch Modkarten sollen funktionieren, ohne dass ihr da mehr Aufwand habt oder sowas, dass ihr jetzt irgendwas machen müsst. Ja, Potter, ich könnte auch rangieren mit den 2 Fahrzeugen. Wir auch. Wenn Fahrzeug nicht stehen würde, könnte ich da reinfahren, dann kann er wieder zurückfahren. Die Schleife auch. So. Ja. So schaut's aus, Leute. Das ist, wie gesagt, aktuell der Multiplayer aus der Multiplayer-Phase. Wir werden euch dann natürlich weiterhin auf dem Laufenden halten, wenn es natürlich weitere Infos gibt und so. Ne? Selbstverständlich, wie gesagt, wenn Düsseldorf da ist, dann werden wir uns das auch nochmal anschauen. Dann wird der Steven bestimmt auch dabei sein. Also, falls ihr da Fragen habt, dann könnt ihr euch die schon mal notieren oder sowas. Könnt ihr gerne in den Kommentar posten und muss Steven hier Rede und Antwort stehen. Na, wir filtern schon die Fragen raus, damit sie für Lotus gerecht sind, ne? Ja, ihr Lieben, das war's auf jeden Fall von der heutigen Folge von Lotus. Waren wir jetzt endlich mal wieder mal 2 Folgen, die wir jetzt hier mal aufnehmen konnten. Mal wieder ein bisschen neuen Content zeigen konnten, ist immer wieder schön, mal Lotus anzuschmeißen. Und ich bin tatsächlich echt erstaunt, wie gut das heute lief im Multiplayer. Gut, jetzt waren wir auch nur zu viert, aber es lief auf meinem alten System schon deutlich, deutlich schlechter. Also von daher scheint ja der Umbau irgendwie halbwegs was gebracht zu haben. Oder Lotus hat wirklich nochmal dran gewerkelt. Das kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall bedanken wir uns, dass ihr dabei wart. Hoffen natürlich, euch hat die Folge gefallen und wir sehen uns dann zum nächsten Mal wieder. Bis denn, tschüss! Tschüss!